Es ist sein letzter Auftritt als Landesvorsitzender. Stehende Ovationen schon vor den ersten Worten. Niemand hat einen Pfifferling auf uns gegeben. Eine Videoshow inszeniert den Wiederaufstieg der FDP. Das war eine ganz tolle Zeit. Wir haben einen fantastischen Landtagswahlkampf ja auch zusammen gemacht. Regieren in NRW, zweistellig im Bund. Ich habe zum Schluss meines Dienstes als Landesvorsitzender eigentlich nur ein einziges Wort im Gepäck, nämlich Dankeschön. Ohne euch wäre ich, ohne euch wären die Freien Demokraten nichts. Vielen Dank. Lindner geht, das ist der offizielle Anlass für den Parteitag. Einziger Kandidat für die Nachfolge, Joachim Stamp, stellvertretender Ministerpräsident, er zählt schwarz-gelbe Erfolge auf. Turbo-Abi abgeschafft, der Haushalt 2018 schuldenfrei. Sein Credo, die FDP sei keine Verweigerungspartei, wolle gestalten, wenn der Partner passt. Wir wollen Gründungen nicht nur in Fernsehshows, sondern wir wollen Gründungen hier in Nordrhein-Westfalen. Wir wollen wieder Gründerland Nummer 1 werden. Das ist unser Ziel. Gut 92% der Stimmen bekommt Stamp, ein Ergebnis auch fürs Regieren. Doch er wollte nicht, war bei den Sondierungen nur dabei. Den Jamaika-Ausstieg erklärt er heute zum ersten Mal vor FDP-Delegierten. Wir haben unterschiedliche Programme, sie sind sogar zum Teil widersprüchlich. Und wir fühlen uns auch nach der Wahl noch an das gebunden, was wir vor der Wahl gesagt haben, liebe Freundinnen und Freunde. Standhaftigkeit und Prinzipientreue. Bei den Delegierten fast 100%ige Zustimmung. Man hat sondiert, ob es passen könnte, und man hat festgestellt, es passt nicht. Und dann ist es richtig, dass man eigenständig bleibt. Das ist genau richtig, weil das hätte nicht 4 Jahre gehalten. Die Reaktion, die wir bekommen, auch so aus der Mitgliedschaft heraus, ist eigentlich durchweg positiv. Kritiker sind kaum zu finden. Sie stört hauptsächlich die Art des Abgangs. Ich fand es also unglücklich vom Stil her, wenn ich 4 Wochen mit anderen zusammensitze, organisiere ich, dass man gemeinsam vor die Presse tritt. Am Ende gibt's Blumen für den Abschied nach Berlin, dass es dort in die Opposition geht. Die Liberalen in NRW können damit leben. Christian Lindner ist da, frisch vom Parteitag. Wie ist der Gemütszustand jetzt? Mehr Wehmut oder mehr Erleichterung, dass Sie das Amt los sind? Nein, ich war gerne Landesvorsitzender hier in Nordrhein-Westfalen, 5,5 Jahre. Das sind viele Erinnerungen an die Landtagswahl 2012, an 5 Jahre Opposition gegen Rot-Grün. Es ist die Erinnerung an eine sehr erfolgreiche Landtagswahl in diesem Jahr und die Regierungsbildung zwischen CDU und FDP mit den Erfolgen, die sich danach eingestellt haben. Also ich war es gerne, bin aber erleichtert, dass ich mit Joachim Stamp einen tollen Nachfolger habe. Also hier hat es geklappt mit dem Regierungsbilden, Berlin nicht. Das war keine große Diskussion auf dem Parteitag, außerhalb der FDP aber schon. Viele verstehen nicht, auch angesichts der Alternative, also eine GroKo, wo die SPD möglicherweise sehr viel auch aushandeln kann. Warum war es nicht besser, wenigstens ein bisschen FDP-Programmatik umzusetzen in der Jamaika-Regierung? Ja, also wir haben die gleichen Gedanken gehabt. Vielleicht kann man ein wenig unserer Inhalte umsetzen in einer Jamaika-Koalition, weshalb wir ja auch über viele Wochen jetzt gesprochen haben, auch schwierige Gespräche geführt haben. Am Ende musste ich eins meiner Partei heute erklären. Eine große Koalition, die mehr oder weniger Status quo will, die aber in sich stabil ist, die ist für unser Land unter dem Strich noch besser als eine instabile Jamaika-Koalition, die mit Sicherheit die 4 Jahre nicht durchgehalten hätte und die ebenfalls doch nur Status quo bedeutet hätte, allerdings mit in Nordrhein-Westfalen insbesondere vielen gefährlichen Vorhaben der Grünen. Sie sagen, die GroKo ist besser als Jamaika? Ja. Aber Sie hätten doch durchsetzen können, dass der Soli also für 75% der Deutschen in der ersten Legislaturperiode abgeschafft wird, dass es ein Einwanderungsgesetz gibt, dass es mehr sichere Herkunftsländer gibt. Also das waren doch alles FDP-Punkte. Ein einziger Punkt aus Ihrer Aufzählung stimmt. In der Einwanderungspolitik wäre was möglich gewesen. Da bin ich sicher, hätte man auch am Ende von Koalitionsverhandlungen in einigen Wochen einen guten Kompromiss erzielt zwischen Union und Grünen und die FDP in der Mitte dazwischen. Bei allen anderen Fragen, Steuerpolitik, Energiepolitik, Bildungspolitik, Europapolitik, Bürokratieabbau, hätte es eben aber keine Fortschritte gegeben, zumindest
nicht Fortschritte in einer Art, dass auch die Wählerinnen und Wähler, die uns unterstützt haben, hätten sagen können, da hat es einen Unterschied gemacht, dass ich FDP gewählt habe und nicht. Jetzt lesen wir heute in der Zeitung, Seehofer sagt, Sie hätten die CSU quasi in den Verhandlungen rechts überholt. Es gab einen Kompromiss zum Thema Familiennachzug, dem die CSU hätte zustimmen können. Und dann haben Sie gesagt, nö, wir übernehmen jetzt die alte CSU-Position. Wir haben immer die gleiche Position gehabt. Wir sind für einen Familiennachzug. Dann, wenn unser Land wieder in der Lage ist, menschengerecht zu werden. In den Schulen und am Wohnungsmarkt ist das gegenwärtig nicht der Fall. Und mir ist nicht bekannt, dass es eine Einigung zwischen CSU und Grünen gegeben hätte. Das muss in den 60 Minuten passiert sein, wo wir nicht mehr an den Verhandlungen teilgenommen haben. Ein Kompromissvorschlag, von dem die CSU gesagt hätte, den hätten wir annehmen können. Ist mir nichts bekannt von einem wie auch immer gearteten Kompromissvorschlag. Ich weiß nur, dass die Grünen alle Vorschläge, die wir gemacht haben, abgelehnt haben. Und es ist mit Sicherheit nicht an der Frage des Familiennachzugs gescheitert, sondern es ist daran gescheitert, dass es keine gemeinsame Idee dieser Koalition gegeben hat. Der Eindruck täuscht, dass die FDP so ein bisschen nach rechts rückt? Ja, selbstverständlich. Die FDP ist eine Partei der Mitte. Wir sind eine weltoffene Partei. Wir setzen uns für Bürgerrechte ein. Wir wollen weltweiten Freihandel haben. Die Abschottung Deutschlands oder völkische Ideen haben nichts mit uns zu tun. Und übrigens, gerade auch in der Frage des Familiennachzugs sind wir gerade dabei, in unserer Bundestagsfraktion eine Initiative vorzubereiten. Die ist aber links der SPD. Denn CDU, CSU und SPD haben ja den Familiennachzug, wie Sie wissen, komplett ausgesetzt. Und wir sind der Auffassung, wir müssen ihn weiter ausgesetzt lassen. Im Unterschied aber zur Großen Koalition wollen wir eine Härtefallkommission, damit in Einzelfällen, zum Beispiel wenn es eine Erkrankung in der Familie gibt, der Familiennachzug doch möglich ist. Also wir sind für eine humanitärere Lösung, als die Große Koalition sie für richtig gehalten hat. Danke, dass Sie versucht haben, uns Ihre Position zu erklären. Das ist aber jetzt ein bisschen schon Kommentar. Na, das hat vielleicht nicht jeder nachvollziehen können, aber Sie haben es versucht. Doch, ich glaube schon. Die Hälfte der Deutschen sagt, sie können es nachvollziehen. Dann bleibt immer noch die andere. Jedenfalls vielen Dank, dass Sie gekommen sind, direkt vom Parteitag hier jetzt um 16:30 für diese Aufzeichnung. Danke. Gerne.